Ich muss gestehen, dass das hier nicht gerade einfach für mich ist. Das Warten durch meine Erinnerungen fühlt sich an, als würde man nach einem Tornado seine Haustrümmer durchsuchen. Man sucht nach allem, was es wert ist, gerettet zu werden und versucht alles andere dabei zu ignorieren. Diese 3 Tage fühlen sich für mich wie ein freiliegender Nerv an. Die Wunden, sowohl die physischen als auch die psychischen, sind noch frisch. Aber das Ganze gehört laut meinem Psychiater dazu. Der beste Weg zur Heilung ist, sich seinem Trauma direkt zu stellen. Also zwinge ich mich, mich noch einmal an all das zu erinnern und das alles hier zusammenzufassen. Selbst die Teile, die keinen Sinn ergeben. Weiter im Text. Die ganze Sache begann vor ein paar Monaten mit einem Anruf in meinem Büro. Ich leite eine kleine Detektei in New Orleans, was bedeutet, dass ich das Telefon beantworte, wenn ich nicht gerade im Einsatz bin. Ich bin einer von Dutzenden von Privatdetektiven in der Stadt, die sich auf Fälle von Untreue und Ehebruch spezialisiert haben. Ja, ich weiß, ziemlich klischeehaft. Aber es bezahlt die Rechnung und hält den Laden am Laufen. Mehr oder weniger zumindest. Regan, Privatdetektiv am Apparat, sagte ich in den Hörer. Sich um Anrufer zu kümmern gehört genauso zum Job. Normalerweise sind es alte Klienten, die sich nach neuen Erkenntnissen erkundigen oder seltener der ein oder andere verwirrte Telemarketer. Es melden sich nur selten neue Klienten via Telefonanruf und egal, was ihr so im Fernsehen gesehen habt, walzen Klienten nicht einfach so in das Büro. Wenn ich einen neuen Auftrag will, muss ich mich mit einem der Scheidungsanwälte anfreunden oder eine bestimmte Frau in einem bestimmten Etablissement schmieren, die genau weiß, wann eine Ehe ein abruptes Ende findet. Ich multitaske, wenn ich kann, was bedeutet, dass ich, während ich den Anruf entgegennahm, gerade ein betrügerisches Arschloch auf Facebook stalkte. Dieser Mistkerl benutzt seine falsche Identität, um sich an leicht zu beeindruckende College-Mädchen ranzumachen, während sich seine seit langem an ihm leidende zukünftige Ex-Frau im Haus ihrer Eltern um seine Kinder kümmerte. Dieser Mistkerl war mein Klient und er hatte mir einen Batzen Geld gegeben, damit ich schmutzige Details über seine Dame herausfinde. Hey, oh, hi, stammelte die Stimme am anderen Ende der Leitung. Ich hörte mit dem Stalking auf und widmete meine ganze Aufmerksamkeit dem Telefon. Diese Stimme klang, als gehörte sie jemandem Jungen und es war ein Hauch von Angst zu hören. Hallo, antwortete ich und versuchte mein Bestes, um beruhigend zu klingen. Etwas, worin ich keine Übung hatte. Hier spricht Eric Ricken. Eric, hey! Antwortete die Stimme. Definitiv die Stimme eines Kindes. Ich kramte meinem Verstand nach allen Jamesen, die ich kannte, konnte die Stimme aber niemandem zuordnen. Kein Wunder, ich kannte schließlich auch nicht viele Kinder. Was kann ich für dich tun, James? Es geht um Vanessa. Ich weiß nicht, ob du gehört hast, was passiert ist oder nicht. Heilige Scheiße. Vanessa? Dann bedeutet das, dass das hier... Jamie? Fragte ich. Hey, Kleiner. Ich habe deine Stimme nicht erkannt. Wie lange ist es schon her? Ein paar Jahre? Ja, sorry deswegen. Ich war noch nie gut in dieser ganzen Onkel-Sein-Sache. Nachdem mein Bruder gestorben war, schwor ich mir, dass ich von Zeit zu Zeit nach seinen Kindern sehen würde. Aber die Sache mit dem wirklichen Leben ist, dass man es nicht einfach anhalten oder pausieren kann. Und manchmal erfordert es seine ganze Aufmerksamkeit. Okay, ich weiß, dass ich ein beschissener Onkel bin, genauso wie ich ein beschissener Bruder war, aber... Zumindest kann ich das selbst erkennen. Also, was ist mit Vanessa? Fragte ich. Vanessa war seine ältere Schwester. Ich habe schnell im Kopf überschlagen, dass sie inzwischen 18 sein müsste. Jesus Christus, ist das wirklich schon so lange her? Und was ist passiert? Geht es ihr gut? Oh, ich schätze, du hast nichts davon gehört. Ich bin mir nicht sicher, wer es dir hätte sagen sollen. Scheiße. Mein Verstand sprang zu allen Worst-Case-Szenarien und all meine Jahre in dieser Stadt gaben meiner Vorstellungskraft eine Menge Material dafür. Sag einfach, was Sache ist, Junge. Ich hab von nichts gehört, Jamie. Sag mir, was los ist. Sie wird vermisst. Vermisst? Okay, ich meine, sie ist 18, sie hat rebellisches Riggin-Blut und wenn sie noch in etwa so drauf ist wie das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, dann ist sie verdammt klug. Ihr Verschwinden könnte alles Mögliche bedeuten. Wie lange schon? Fragte ich. 2 Wochen. Wer war die letzte Person, die sie gesehen hat? Hat sie etwas gesagt, eine Nachricht hinterlassen, eine Tasche gepackt? Ich hatte das arme Kind überfordert. Kannst du vielleicht hierher kommen? Wenn mir nicht gerade mein eigen Fleisch und Blut diese Frage gestellt hätte, hätte ich vermutlich direkt in den Hörer gelacht. Jamie, ich habe einen Job. Gottes Willen, habe ich das gerade wirklich gesagt? Oh, okay.
dachte, ich frag dich mal. Trotzdem danke. Hey, warte. Ist deine Mutter da? Kann ich mit... Er hatte bereits aufgelegt. Ich habe einen Job. Was zur Hölle ist kaputt bei mir? Es dauerte 10 Minuten, bis ich mich dafür entschieden hatte, wieder zurück in diese kleine, heruntergekommene Stadt zu gehen, obwohl ich mir geschworen hatte, nie wieder einen Fuß dort hineinzusetzen. Die Stadt, in der ich mir geschworen hatte, einen Weg zu finden, ihr zu entkommen. Die Stadt, in der ich die Leiche meines Bruders begraben hatte. Ich traf die notwendigen Vorkehrungen, um alle offenen Fälle, die ich hatte, erstmal zu pausieren und schickte einige von mir ausgewählte Screenshots an die Frau meines Arschloch-Klienten mit Hilfe einer anonymen E-Mail-Adresse. Als nächstes warf ich ein paar Dinge in die Reisetasche, die immer neben der Tür stand. Kleidung, Geld, Zigaretten, meine 9mm Beretta und eine Flasche mit flüssigem Mut. Alles, was ich für eine Woche oder so weg vom Komfort zu Hause brauchen würde. Nachdem ich auf der Autobahn war, habe ich noch ein paar Mal versucht, Jamie anzurufen, aber es war durchgehend besetzt. Ich hatte es mindestens einmal pro Stunde versucht, bin aber nie durchgekommen. Kennt ihr dieses Gefühl im Magen, wenn ihr wisst, dass etwas Schlimmes passieren wird, aber ihr nichts tun könnt, um es zu stoppen? Das ist es, was ich hatte. Mal 1000. Ich fuhr die ganze Nacht durch, hielt nur für Tank- und Klopausen, aß und rauchte im Auto. Vanessa kam ganz nach ihrem Vater. Wahrscheinlich zu sehr für ihr eigenes Wohl. Und diese rückständige Kleinstadt war nicht gut zu Leuten, die klug oder anders waren. Ich konnte mir nur vorstellen, wie ihre letzten Jahre hier gewesen waren. Die Highschool, in der ich ein paar Kindern die Nase brechen musste, um nur mittags allein gelassen zu werden, war nichts für die Schwachen oder Gütigen. Aber vielleicht hatten sich die Dinge ja in meiner Abwesenheit geändert. Es war Nachmittag, als ich bei Jamie und Vanessa zu Hause ankam. Der Junge war schockiert, mich zu sehen, und das Gefühl konnte ich nur erwidern. Er war 15 Jahre alt und einen halben Meter größer als das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe. Tatsächlich war er größer als ich jetzt und das Ebenbild seines Vaters. Es war geradezu unheimlich. Ich umarmte ihn und er bat mich herein. Ich hasse es zu gestehen, dass ich trotz der verstrichenen Zeit dieses Ganze sich auf den neuesten Stand bringen nicht wirklich gemacht habe. Vielleicht komme ich ja dazu, ihm nach seinen Freunden oder Noten und was sonst auch immer zu fragen, wenn die ganze Sache hier vorbei ist. Aber im Moment wollte ich nur zur Sache kommen. Glücklicherweise waren wir da einer Meinung. Wir saßen im engen, staubigen Wohnzimmer des 4-Zimmer-großen Ranch-Style-Hauses der Familie. Es war kleiner, als ich in Erinnerung hatte, und der Vorgarten und Hinterhof waren mit Unkraut überwuchert. Das Haus lag in einem Teil der Stadt, der so aussah, als würde die Natur ihn sich langsam wieder zurückerobern. Ich würde das ja den heruntergekommenen Teil der Stadt nennen, aber dieser Ort hatte nur heruntergekommene Teile. Die Tatsache, dass sie nicht in einem Wohnwagen lebten, war quasi schon das höchste der Gefühle. Das Einzige, was mir durch den Kopf schoss, während ich dort war, war: Gott, ich hasse diese Stadt. Die Geschichte klang etwa so, wie ich es erwartet hatte. Vanessa hatte davon gesprochen, hier wegzukommen, und hatte sogar einen Teilzeitjob an der Tankstelle am Rand der Stadt angenommen. Eines Nachts war sie draußen spazieren und das war das letzte Mal, dass jemand sie gesehen hatte. Jamie war im Wohnzimmer und sah sie nach draußen gehen, dachte sich aber nicht viel dabei. Sie hatte nichts bei sich, sie wirkte nicht komisch, high oder betrunken. Sie verließ einfach in Jeans und einem gelben T-Shirt gegen 10 Uhr das Haus und dann, wer weiß. Das waren die Fakten, die kalten, emotionslosen Fakten. Wenn ich in irgendeiner Weise helfen können würde, dann nur, wenn ich mir diese Fakten zu Nutzen machen könnte. Ihr Auto stand noch in der Einfahrt. Keiner der Nachbarn hatte etwas gesehen oder gehört. Sie hatte keinen Freund. Ihre Klassenkameraden hatten keinen Kontakt zu ihr gehabt. Ihr Handy lag auf dem Tischchen neben ihrem Bett, zum Laden angeschlossen. Das waren Fakten. Was hat die Polizei gesagt? Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, aber sie waren hergekommen, haben die Ermittlungen aufgenommen und gesagt, sie würden sich melden, wenn sie etwas finden würden. Was ist mit Vanessas Mutter? Naja, hier wird die Sache unangenehm. Die Witwe meines Bruders hatte schon eine Weile Probleme. Der Verlust ihres Mannes hat alles nur noch schlimmer gemacht. Sie nahm Medikamente dagegen, aber es gibt nur so viel, was man für jemanden tun kann, der sich nicht helfen lassen will. Miranda hatte Wahnvorstellungen und manische Episoden. An manchen Tagen konnte sie besser sagen, was real war, als an anderen. Ich erinnere mich, wie einige Zeit nach der Beerdigung Miranda mir anvertraute, dass sie der Überzeugung war, dass Vanessa nicht ihre wirkliche Tochter sei. Sie war überzeugt davon, dass jemand kurz nach ihrer Geburt gekommen war und sie gegen ein anderes Baby ausgetauscht hatte. Ihre Vanessa, sagte sie, war jetzt im Weltraum und dieses Ding, das sie aufziehen musste, arbeitete heimlich für sie. Ich mag ein beschissener Onkel sein, aber Miranda ist eine noch beschissenere Mutter. Und wenn das ja ein Worst-Case-Szenario wäre, dann wäre sie meine verdächtige Numero Uno. Aber Jamie beruhigte mich. Miranda war in einer ganz anderen Stadt, im selben Krankenhaus, in dem sie schon seit fast 2 Jahren war, und bekam dort die dringend benötigte Hilfe.
Er und Vanessa hatten seitdem so ziemlich alleine gelebt. Der Junge war schockiert, dass mir niemand davon erzählt hatte. Schau, sagte ich schließlich, nachdem ich alles gehört hatte, was ich zu sagen gab. Ich weiß, du denkst, dass ich helfen kann, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich qualifiziert dafür bin. Ich habe noch nie in meinem Leben an einem Vermisstenfall gearbeitet. Ich kann dich bezahlen, sagte er defensiv. Geld ist mir momentan egal. Ich will nur deine Erwartungen managen. Du kennst die 48-Stunden-Regel, oder? Er nickte. Nun, du weißt auch, dass Vanessa ein kluges Kind ist. Super schlau. Sie ist höchstwahrscheinlich mit jemandem zusammen, der etwas Dampf in der Stadt ablassen will. Er nickte wieder. Ich weiß nicht, ob ich überzeugend war oder nicht. Umgang mit den Gefühlen der Klienten war nie etwas, in dem ich besonders gut war. Und im Moment musste ich die ganze Sache wie einen meiner Fälle behandeln. Gut, dann sagte ich etwas, was ich nie hätte sagen sollen. Ich werde sie finden. Ich verspreche es. Ich machte meinen ersten Stopp auf dem Revier des Sheriffs, um den Status der Ermittlungen zu überprüfen. Und die Empfangsdame ließ mich etwa eine halbe Stunde in der Lobby warten, welche ich an meinem Handy verbrachte, um nach Nachrichten und sonstigen Informationen über den Ort zu suchen. Es ist bemerkenswert, wie viel Wissen es im Internet gibt. In den sozialen Medien ist jeder ein Amateurreporter. Zwischen diesen, dem Freedom of Information Act und in der allgemeinen Verwässerung der Nachrichten gibt es keine Geheimnisse mehr. Todesfälle, Polizeiakten, eine wahre Fundgrube an Informationen, die uns alle in ein gemeinsames Bewusstsein einbinden und dir alles geben kann, was du willst. Wenn du nur weißt, wo du suchen musst. Der Grund, warum ich gut in meinem Job bin, ist, dass ich immer weiß, wo ich suchen muss. Deshalb konnte ich es nicht glauben, als alle meine Recherchen ergebnislos blieben. Es gab keine Spur von dieser Stadt im Internet. Das ist nicht nur seltsam. Das ist unmöglich. Bei einer so kleinen Stadt hätte ich in 30 Minuten herausfinden sollen, wen der Bürgermeister gevögelt hat. Aber ich konnte nicht einmal einen Artikel über Vanessa finden. Der Sheriff wird sie jetzt empfangen, sagte die Empfangsdame und brachte mich zurück in die Realität. Sein Name war Clyde. Er war ein älterer Kerl, kahl auf dem Kopf und ein Lächeln, das gezwungen wirkte. Sein Schreibtisch war bis auf ein einziges Telefon frei und die Wand war mit einer riesigen, schmutzigen amerikanischen Flagge behangen. Er deutete an, dass ich mich setzen sollte. Was kann ich für Sie tun? Fragte er. Ich erklärte ihm die Situation und bat ihm um die Polizeiberichte über Vanessas Verschwinden. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht wirklich helfen, sagte er. Miss Regans Fall ist Teil einer laufenden Untersuchung. Schauen Sie, ich versuche nicht zu nerven oder Ihnen im Weg zu stehen. Ich will nur helfen, meine Nichte zu finden. Der Sheriff seufzte langsam und ließ die Fassade samt Lächeln fallen. Ich kannte seinen Blick nur zu gut, von den Malen, bei denen ich ihn hatte. Es gab schlechte Nachrichten, die er mir nicht erzählen wollte. Wir haben eine Spur, was mit Ihrer Nichte passiert ist. Ein Haufen Kinder wurde vor nicht allzu langer Zeit als vermisst gemeldet. Teil eines neoreligiösen Bullshit-Kults. Manche glauben, dass Vanessa vielleicht da irgendwie mit reingeraten ist. Ist das auch Ihre Meinung? Wir wissen es nicht, aber wir haben einen Verdächtigen im Gewahrsam. Gott, Sie glauben doch nicht, dass er sie ermordet hat, oder? Der Sheriff ging für eine Minute aus dem Raum und kam mit einer dicken Akte zurück. Er legte sie auf den Schreibtisch vor mir. Alles, was wir haben, ist da drin. Der Fall ist ziemlich seltsam und wir sind immer noch dabei, das Puzzle zusammenzusetzen. Sie sehen wie ein schlauer Kerl aus, deswegen werde ich wohl nicht extra erwähnen müssen, dass Sie mir diese Akte nicht gegeben haben. Ich weiß von nichts. Gut, aber wenn Sie etwas herausfinden sollten, sind Sie der Erste, der davon erfährt. Ich dankte ihm und wir schüttelten die Hände, bevor ich ging. Draußen in der Lobby sah ich ein paar Polizisten, die sich einen Kaffee machten. Ich näherte mich ihnen und fragte, macht es euch was aus, wenn ich mir auch eine Tasse nehme? Greifen Sie zu, sagte der Größere der beiden. Er hatte eine einschüchternde Statur, 1,90 Meter und gebaut wie ein Linebacker. Auf seinem Namensschild stand Williams. Der Kleinere war immer noch größer als ich, aber schlaksig und jugendlich. Wahrscheinlich neu. Auf seinem Schild stand Franklin. Franklin verschränkte seine Arme und begutachtete mich. Sind Sie so eine Art Reporter? Fragte er. Nein, ich bin Vanessa Riggins Onkel. Wessen Onkel? Fragte er weiter. Ich gab ihm meinen besten kalten Blick. Vanessa Riggin, die junge Frau, die seit ein paar Wochen vermisst wird. Franklin zuckte mit den Achseln und sagte, welche? Williams schlug ihm gegen die Brust. Zeigen wenig Menschlichkeit, Junge. Sorry, ich wollte nicht... Sie wissen, dass wir den Kerl haben. Ich meine, er hat noch nichts gestanden, außer... Schon in Ordnung, sagte ich. Beschissene Stadt, beschissene Polizisten. Nun, was haben Sie vor? Fragte Williams. Ich versuche, Ihre letzten Tage nachzuvollziehen. Ich schätze, ich werde mir die Tankstelle ansehen, in der sie gearbeitet hat. Nachdem ich das gesagt hatte, war es, als wäre alle Luft aus dem Raum gesaugt worden. Ich habe gelernt, Reaktionen zu deuten, zu wissen, wann Menschen lügen. Aber jeder Idiot hätte sehen können, wie die Farbe aus Franklins Gesicht wich. Die Haare auf seiner Haut standen aufrecht und er warf einen seltsamen Blick in Richtung des älteren Polizisten. Dieser Neuling besaß kein Pokerface. Williams versuchte cool zu bleiben, aber Franklin hat es bereits vermasselt.
Er trank absichtlich einen Schluck Kaffee und versuchte desinteressiert zu klingen. Die Tankstelle am Rand der Stadt? Waren Sie schon mal da draußen? Es ist schon lange her, dass ich hier gewohnt habe, aber ich erinnere mich noch an die Geschichten. Am Rande der Stadt geht etwas Seltsames vor sich. Die Wälder sind verflucht und Kreaturen warten darauf, dich zu fressen. Ich hatte keine Ahnung, dass diese Geschichten immer noch kursierten, oder? Vielleicht taten sie es auch nicht. Vielleicht gab es einen anderen Grund. Noch nicht. Warum? Williams suchte nach Worten, die Sinn machen würden, konnte sie aber offensichtlich nicht finden. Es gibt Berichte über Bärenaktivitäten daraus. Seien Sie einfach vorsichtig, okay? Fick dich. Wenn etwas nicht stimmt, dann sag es mir einfach. Wird gemacht, Deputy. Meine nächste Station war das Rathaus. Etwas an dem eklatanten Mangel an Nachrichten im Internet über ein Massenverschwinden stieß mir sauer auf. Wenig überraschend hatte das Rathaus geschlossen, als ich dort ankam. So wie es aussah, war es auch bereits eine ganze Weile nicht mehr offen gewesen. Der Rasen vor dem Gebäude war mit Unkraut überwuchert und es waren Zeitungen in verschiedensten Zuständen der Zersetzung vor der Tür gestapelt. Irgendwo kassiert ein Beamter fürs Nichtstun sein Gehalt. Ich weiß, ich hab's schon einmal gesagt, aber ernsthaft. Scheiß auf diese Stadt. Ich dachte mir, dass solange ich in diesem Höllenloch der Vormoderne sein muss, kann ich genauso gut anfangen, wie in der Vormoderne zu arbeiten. Mein nächster Halt war die zuverlässigste Quelle für Informationsbeschaffung. Die örtliche Bibliothek. Wieder einmal wurde ich das Gefühl nicht los, dass dieser Ort, den ich als Kind so häufig besucht hatte, kleiner geworden war. Immerhin war aber der Geruch, eine Mischung aus alten Büchern und Schimmel, noch genauso stechend wie eh und je. Ich fand die Bibliothekarin, die ein Nickerchen an ihrem Arbeitsplatz machte, und fragte sie, ob der Ort ein Archiv mit den lokalen Zeitungen habe. Sie hat mich ausgelacht. Lokale Zeitungen? Hier? Haben Sie diese Stadt gesehen? Nur die Hälfte der Menschen hier haben überhaupt einen Schulabschluss und die Hälfte von denen ist meth-abhängig. Welche Zeitung glauben Sie, würden diese Leute denn kaufen? Ich entschuldigte mich dafür, dass ich ihre Zeit verschwendet hatte, drehte mich um zu gehen, aber wurde von ihr aufgehalten. Ich glaube, ich habe ihr leid getan. Hey, schauen Sie, wenn Sie Informationen über diese Stadt brauchen, da gibt es einen Kerl, der Ihnen helfen kann. Er ist schon lang genug hier, dass er alles weiß und jeden kennt. Sie kritzelte eine Adresse auf ein Stück loses Papier und gab es mir. Wenn Sie dort sind, fragen Sie nach Roger. Er wird Ihnen sicher helfen können. Hier war ich also, auf dem Weg zu meinem 5. Halt heute und immer noch kein Stückchen näher dran herauszufinden, was mit Vanessa passiert ist. Wenn überhaupt, fühlte sich so, als hätte mich dieser ganze Blödsinn und diese Seltsamkeiten nur weiter von einer Lösung der Sache abgebracht. War es überhaupt wert, diesen Roger-Typen zu überprüfen? Als ich zu meinem Auto kam, nahm ich mir eine Sekunde Zeit, um zur Ruhe zu kommen und darüber nachzudenken. Fakten. Das ist alles, was ich im Moment brauche. Fakten. Im Moment habe ich nicht die, die mir weiterhelfen würden. Warum sollte ich also nicht herausfinden, was Roger weiß? Ich tippte seine Adresse ins GPS und musste kurz lachen, als ich sah, wo es hinging. Mein altes Highschool-Gebäude war genauso schrecklich und heruntergekommen wie damals, als ich meinen Abschluss gemacht hatte. Aber hey, nichts, was ein paar Schichten Farbe nicht verdecken können. Ich war mir nicht ganz sicher über den Plan, als ich mein Auto parkte und das Gebäude betrat, aber dieses blinde Herumtorkeln und die Hoffnung, einen Hinweis zu finden, wurde langsam zum Markenzeichen dieses Trips. Das Schulgebäude war klein und schlecht beleuchtet und ich konnte das Summen der Lampen an der Decke nur wenige Zentimeter über meinem Kopf hören. Ich fühlte mich da drin wie ein Riese und konnte nicht glauben, dass ich Kinder in dieses Gebäude stopfen konnten. Hier war ich also, ganz allein und fühlte mich klaustrophobisch. Klaustrophobisch und ein wenig schwindelig. Kann ich Ihnen helfen? Oder zumindest dachte ich, ich wäre ganz allein. Ich sah jetzt den kleinen Typen, der eine Jeans und ein ACDC-T-Shirt trug, einen Mob in der Hand hatte und mich aus einem der Klassenzimmer heraus anstarrte. Ja, sagte ich. Sie arbeiten hier? Niemand sollte hier sein. Die Schule ist geschlossen. Ich suche Roger. Der Typ setzte seinen Wischmopp sanft ab, zog eine Brille heraus und setzte sie auf, bevor er antwortete. Sind Sie ein Freund von ihm? Nicht ganz. Ich suche meine Nichte. Sie ist verschwunden. Und Sie denken, Roger hat etwas damit zu tun? Sind Sie Roger? Fragte ich direkt. Der Mann lachte. Auf keinen Fall. Ich wünschte, ich wäre es. Nun dann, wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie mir zeigen, wo ich hin muss? Roger ist in seinem Büro. Ich zeige Ihnen, wie man dorthin kommt. Großartig. Der Hausmeister ging langsam, die Hände in den Taschen und nach vorne gebeugt, mit dem Blick in Richtung Boden. Er sprach nicht, während wir den Flur hinuntergingen, um die Ecke bogen und vor einer verschlossenen Tür anhielten. Das ist Rogers Büro. Ich dankte ihm und wartete darauf, dass er ging, aber stattdessen klopfte er an der Tür und rief: Hey, Roger! Da draußen ist ein Typ, der dich sehen will! Von irgendwo im Inneren hörte ich ein gedämpftes: Geh weg! Komm schon, Roger!
Mach auf! Er schenkte mir ein unbeholfenes Lächeln und ein Achselzucken. Ein paar Sekunden vergingen, bevor der Hausmeister seufzte und den Türknauf griff, ihn öffnete und hineintrat. Ich schätze, wenn ich den Moment nennen müsste, in dem der Fall nicht mehr nur seltsam, sondern komplett übergeschnappt war, wäre es dieser. Der Raum war überhaupt kein Raum. Es war nur eine simple, schmutzige Besenkammer. Kaum groß genug für den Hausmeister. Die Wände waren vollgestellt mit Regalen, die mit Reinigungsmitteln und Kartons gefüllt waren. Der Hausmeister schaltete das Licht ein, kniete sich auf den Boden und zog eine alte Holzkiste raus in die Mitte der Kammer. Roger, bist du da drin? Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Er öffnete die Kiste und... Gott, ich kann gar nicht glauben, dass ich das jetzt erzähle. Er zog Roger aus der Kiste. Er drehte sich um und sah mich an und hielt Roger in seinen Armen. Roger war eine altmodische Bauchrednerpuppe aus Holz mit einem schwarzen Anzug. Die Augen sprangen auf und die Puppe sah mich an. Dann drehte sich der Kopf, um den Hausmeister anzublicken, dann zurück zu mir. Die Puppe gähnte und streckte sich und spielte das Aufwachen richtig aus, bevor sie schließlich zu sprechen begann. Wer zum Teufel ist dieser Kerl? Hast du da nicht das Nicht-Stören-Schild an meiner Tür gesehen? Ich konnte nicht anders als... Ey, was zum Teufel soll das hier? Eine Art dummer Witz? Meine Nichte wird vermisst. Sie könnte tot sein, soweit ich weiß. Und du spielst gerade Spielchen mit mir? Es bedurfte einer Menge Selbstkontrolle, um den Hausmeister nicht ins Gesicht zu schlagen. Stattdessen drehte ich mich einfach um und fing an zu gehen. Warten Sie, Detective! Rief er mit der Stimme der Puppe. Ich hielt an und drehte mich um. Woher wusstest du, dass ich Detektiv bin? Fragte ich. Oh, ich weiß eine Menge Dinge, sagte er durch die Puppe. Es war schwierig, ihm zuzuhören, denn er weigerte sich, Augenkontakt aufzunehmen. Ich entschied mich stattdessen, die Puppe anzusehen, welche mich direkt anstarrte. Eins musste ich dem Kerl lassen. Ich konnte nicht sehen, dass er auch nur einmal die Lippen bewegt hätte. Zum Beispiel weiß ich, dass Sie gerade von New Orleans hierher gekommen sind. Sie waren beim Sheriff und dann in der Bibliothek. Aber die waren keine Hilfe. Und jetzt wollen Sie Antworten darüber, was mit Vanessa passiert ist. In Ordnung, sagte ich. Du hast meine Aufmerksamkeit. Woher weißt du das alles? Der Hausmeister weigerte sich, von der Scharade abzulassen und sagte alles durch die Puppe. Details, Detective. Die Beretta unter ihrer Jacke, die Einsatzstiefel, der Haarschnitt und nicht zuletzt der Polizeibericht, der aus ihrer Hintertasche ragt. Ich weiß, dass sie nicht direkt mit dem Sheriff zusammenarbeiten, weil sie sich seit mindestens einer Woche nicht mehr rasiert haben. Was auf einen Privatdetektiv schließen lässt. Ich weiß, dass sie in ihrer Bibliothek waren, weil die Bibliothekarin die einzige Person ist, die wissen konnte, dass ich hier bin. Ich weiß, dass sie nach Vanessa Riggins suchen, weil ich, im Gegensatz zu manchen Leuten, über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden bin. Sie haben gesagt, ihre Nichte sei verschwunden. Angenommen, keiner von ihnen ist adoptiert. Gibt es nur ein vermisstes Mädchen, mit dem sie ein dominantes Merkmal gemeinsam haben. Okay, sagte ich. Dieser Typ war nicht von schlechten Eltern. Vielleicht hatte er ein paar Schrauben locker, aber Anerkennung, wo sie gebührt. Die Sherlock-Nummer hatte er drauf. Was ist mit New Orleans? Woher wusstest du, dass ich die ganze Nacht gefahren bin? Zwei Gründe. Zuerst riechen sie, als hätten sie seit ein paar Tagen nicht mehr geduscht. Und zweitens habe ich ihre Brieftasche geklaut und mir die Adresse auf ihrem Ausweis angesehen. Er streckte seinen Holzpuppenarm aus und tatsächlich hielt der kleine Bastard meine Brieftasche in der Hand. Und um ehrlich zu sein, ich war nicht einmal wütend. Dieser kleine Scheiße hatte mich überrumpelt und das ist alles, was nötig ist, um sich meinen Respekt zu verdienen. Ich habe tatsächlich sogar gelacht. In Ordnung, Roger. Wie funktioniert das? Ich bezahle dich, damit du mich in meinen Nachforschungen unterstützt. Glauben Sie es oder nicht, ich stehe nicht so auf Geld. Ich handle mit Informationen und Gefälligkeiten. Ich kann sehen, dass Sie nichts von der Ersteren haben. Also nehme ich das andere. Einen Gefallen. Zum Zeitpunkt meiner Wahl. Und im Gegenzug werde ich überall nachforschen, um herauszufinden, was mit Ihrer Nichte passiert ist. Wenn ich etwas finde, rufe ich Sie an. Ich zuckte mit den Schultern. Okay, gut. Sollen wir darauf einschlagen? Ich bin nicht stolz drauf, aber ich habe der Puppe die Hand geschüttelt. Dann gab er mir meine Brieftasche zurück. Schließlich hatte ich die Gelegenheit, bei der Tankstelle vorbeizuschauen, in der Vanessa gearbeitet hatte, bevor sie verschwand.
Was für ein Höllenloch das war. Von außen sah es so aus, als wäre sie seit Wochen nicht mehr geputzt worden. Als ich reinkam, stieg mir der Geruch von frischer Farbe und Abwasser in die Nase. Der Mann hinter der Kasse rauchte eine Zigarette und stapelte Pennys zu einer kleinen Pyramide, ohne scheinbar meine Anwesenheit zu bemerken. Genau in dem Moment fing einer meiner Zähne an, höllisch weh zu tun. Ich nahm mir eine Schachtel Schmerztabletten und ging zur Kasse. »Hey«, sagte ich zum Kassierer. Er war ein junger, schlaksiger, blonder Kerl mit blauen Augen. Er sah etwa wie die menschliche Form eines Golden Retrievers aus. Auf seinem Namensschild stand Jerry. Er sah zu mir auf und lächelte. »Hey«, erwiderte er, bevor er seine ganze Aufmerksamkeit wieder auf die Münzpyramide richtete. »Ich will das hier kaufen«, sagte ich ein wenig verärgert. »Wie viel kostet das?«, fragte der Typ. »Ich weiß nicht. Du bist derjenige in der Kasse. Sag du es mir.« Er sah auf die Schachtel, dann auf mich. »Was ist es dir wert?« »Schau, Mann, ich will das nur kaufen. Ich versuche hier nicht, irgendwelche Spielchen zu spielen.« Jerry starrte die Schachtel an und sagte, »Behalte es einfach.« »Was?« »Es gehört dir. Geht aufs Haus.« Ich seufzte und legte einen 5-Dollar-Schein auf den Tresen, bevor ich auf die Toilette ging, um etwas Leitungswasser zu trinken. Ich muss durch die Idiotie des Verkäufers abgelenkt gewesen sein, weil ich erst, als ich in der Toilette stand, bemerkte, dass da noch jemand anderes drin war. Ich ging direkt zum Waschbecken und drehte den Wasserhahn auf. Dann hörte ich es. Gitarrenmusik. Ich drehte mich um und sah einen Mann neben dem Urinal stehen, der nichts als einen Cowboyhut, rote Boxershorts und Stiefel trug und eine bekannte Melodie auf der Gitarre spielte, welche über seine Schultern geschlungen war. Sorry, ich wusste nicht, dass besetzt ist. Der Mann fing an, zu der Melodie, die er spielte, mitzusingen. There is a house in New Orleans. They call a rising sun. Willst du mich verdammt nochmal verarschen? And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Er drehte sich um und verließ immer noch spielend und singend die Toilette. Was zur... Ich nahm 2 Tabletten und spülte sie mit dem Wasser, das besonders metallisch schmeckte, runter, bevor ich zurück in den Ladenbereich ging. Der Angestellte hatte sich eine weitere Zigarette angezündet und der 5-Dollar-Schein lag noch immer auf dem Tresen. Was sollte das alles? Fragte ich. Was sollte was alles? Der Gitarrenspieler in Boxershorts. Ist das eine Art Kunstshow oder sowas? Jerry sah sich im Laden um und sah mich dann wieder an. Wo? Er war mit mir in der Toilette. Ein Typ, Cowboyhut, klingelte etwas. Oh, sagte er. Oh, das könnte der Toilettencowboy gewesen sein. Hatte er einen Bart? Nein. Das klingt nach dem Toilettencowboy. In Ordnung. Schau, ich bin es leid, Spielchen zu spielen. Ich möchte dir nur ein paar Fragen stellen. Ist das in Ordnung? Jerry grinste. Ich mag Fragen. Es gab ein Mädchen, das früher gearbeitet hat. Vanessa, hast du sie gekannt? Oh, ich bin eigentlich ziemlich neu hier. Du wirst wahrscheinlich mit dem anderen Angestellten reden müssen. Jack. Okay. Wann kommt Jack? Er sollte in etwa einer Stunde hier sein. Willst du das Dörrfleisch? Jerry streckte mir ein halbgegessenes Stück Jerky entgegen. Bevor ich zum Teufel Nein sagen konnte, begann das Telefon auf Jerrys Ticket zu klingeln. Er antwortete mit einem Jallo? Nach einer Sekunde sah er mich an und fragte, Hey, bist du Eric Riggen? Das war merkwürdig. Ja? Es ist für dich. Er gab mir den Hörer. Eric am Apparat. Mr. Riggen, hier ist Sheriff Clyde. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Ich dachte mir, wenn ich nur Ihre Mailbox dann kriege, müssen Sie in einem Teil der Stadt ohne Empfang sein. Gibt es Neuigkeiten? Nein, schauen Sie. Ich weiß nicht, woher Sie Roger kennen, aber wenn Sie ihn das nächste Mal sehen, sagen Sie ihm, dass wir quitt sind. Was meinen Sie damit? Roger hat seinen Gefallen eingefordert. Ich kann davon ausgehen, dass Sie schon mal Verhöre durchgeführt haben, oder? Ich gebe Ihnen 20 Minuten mit dem Verdächtigen, den wir in Gewahrsam haben. Danach sind Sie fertig. Und offiziell ist die Sache nie passiert. Kommen Sie her, bevor ich meine Meinung ändere. Ist das Ihr Ernst? Ich meine es immer ernst. Okay, ich bin auf dem Weg. Wie ist dein Name?